im ersten Leck 18 Dinger vorbeigenagelt hat. Ja, da war Lewis aber wohl nicht so gut drauf. Dann haben wir Thornton auf Tops, ein da, 12. Also eingepackt. White steht schon da. Wir könnten noch Wash dahinter schreiben. Eine Nullnummer für Ian White zum Start. Naja. Jordi, was mach ich als Spieler, wenn das so losgeht? Wie geht's ihm jetzt da? Also ganz ehrlich, so ich glaube, er fühlt sich gerade ziemlich entspannt, weil er sagt, naja, was willst du machen? Egal, auch wenn ich drin gewesen wäre, ich hätte einen Neuner spielen müssen, weil 12 kam von vorne. Also war das Leck eh weg. Dann lieber schnell raus damit und nochmal frisch ran. Und das macht er ja gut hier mit der direkt 105 Eröffnung. Aber Thornton bleibt dran. So, facebook.com/Elmar Paulke, Sie wissen schon, die Möglichkeit für Sie, hier uns mit Fragen zu kitzeln, gerne auch über den Twitter-Account @ElmarPaulke. Und jetzt zeigt er nämlich Ian White das Gesicht, das wir von ihm auch kennen. Hat natürlich auch schon 9 Darter in seiner Karriere geworfen. Auch schon einen in Deutschland, in Sindelfing, vor ein paar Jahren. Dort, wo da jetzt bald das letzte European Tour Event stattfinden wird, übernächstes Wochenende. Ja, und noch ist es von der Stimmung her, das City West Hotel auch an diesem Abend noch nicht ausverkauft. Die Iren freuen sich auf das Wochenende. Da wollen sie Gas geben. Da wird es dann auch stimmungsmäßig noch mal eine ganz andere Sache sein. Schönes 156er von Ian White. 138. Hätte Selbstvertrauen gegeben, aber noch kein Problem. Thornton noch nicht da. 83. You require 118. Oh, sorry, 18. Die 100 hat er nicht mehr, Russ. Läuft gut. 18, also die Doppel-9 für Ian White fürs 1-1. Der steckt gut. Der steckt drin. 14-1. Und damit ist auch dieses erste Leck Geschichte und abgehakt und nicht mehr im Kopf. Thornton, denke ich mal, zwischenzeitlich, auch wenn wir gerade in der Anfangsphase sind, schon mal ein 116er Average da stehen, hatte jetzt immer noch bei 110. Ja, im Gegenzug Ian White quasi gar nicht existent mit seinen 65 Average, aber das passiert halt, wenn du als Eröffnung 9 Fahrkarten wirfst. Thornton jetzt beide Legs mit jeweils dem 5. da drin, aber immer noch gut am Scoren. 90. Ich habe mich noch gar nicht gefragt, wer gewinnt denn eigentlich das Turnier? Das Turnier? Ist jetzt Van Gerven 90. so ganz klar der Top-Favorit? Also für mich ja, weil er als einziger weiß, wie sich das anfühlt da oben die ganze Zeit, wie man da so richtig durchmarschiert. Und er kann bis jetzt immer noch irgendwie die richtige Art und Weise noch mal 10-20% rauszukitzeln und dann den entscheidenden zu setzen. Und Jamie Lewis, naja, ist auch das erste Mal so richtig weit vorne wieder. Nach längerer Zeit. Also der wird sich heute ganz schön anstrengen müssen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Wind für ihn für heute von vorne. Aber ich meinte schon Turniersieg. Ne? Ja, der Turniersieg von Gerben. Also da sehe ich den also eher vorne als. Aber du sagst eben, die anderen kennen das Gefühl nicht klar, nicht hier in Dublin. Aber wir haben mit Thornton einen UK Open Champion. Wir haben Van der Forte schon im Finale stand. Wir haben Jelle Klaassen, Weltmeister 2006. Ist auch schon ein paar Jährchen ein bisschen her. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie das alle noch nie geschafft haben. Aber eben alles mal so mit 2, 3, 4 Jahren Unterbrechung. Der Einzige, der da konstant oben rumwirbelt, braucht man sie anlügen, ist halt MVG. Und für mich hat er halt den meisten Bock auch, weil es hat sich ja für ihn so schön ausgedünnt. Er hätte wahrscheinlich nicht gedacht, jetzt mit Jamie Lewis zu tun zu bekommen. Und der wird es sicherlich krachen lassen, oder? Und das nicht als naja, easy going annehmen, weil dann wäre er nicht der er ist. Tops für Thornton. Ja, hat er am allerliebsten. 40 Punkte Rest, denn dann darf er auf seine Doppel 20 ziehen. 2-1 Führung. Thornton braucht jetzt also noch ein Leck, um diesen ersten Satz zu holen. Denkbar ungünstig für Ian White. Super gestartet. Ist er ja nun auch nicht gerade mit 9-mal vorbei. Thornton kriegt hier ein paar Geschenke serviert und ist sofort bei den Trippeln dabei. Immer um die 100 startet er.
Ian White scheint irgendwie ein bisschen den Faden verloren zu haben. Ein ziemlich unaufgeregter Typ, ja, auch keiner, der spektakulär ist von seiner Art und Weise, der aber auch so einen Sieg gegen Gary Anderson mit einer ziemlichen Gelassenheit mitnimmt. Also bei ihm hat man keine Sorgen, dass er dann abends durchdreht und vielleicht schon denkt, dass jetzt das war's. Und nee, der hat schon vor, weiter noch hier teilzunehmen. Ganz genau, du hattest ja schon gesagt, dass er einen eigenen Plan verfolgt und er liegt sogar vor seinem eigenen Zeitplan. Also hat er ganz genau sich zurechtgestrickt, was er vorhat. Und es läuft eigentlich alles super Sahne für ihn. Also Haken dran sozusagen. 140. Robert Thornton. Die Chance nutzen, ne? Im Juli noch in Düsseldorf das Turnier gewonnen. Damals im Finale gegen Kim Huybrechts und hatte große Rückenprobleme. Konnte kaum gerade stehen, aber es klappte irgendwie. And you require 148. 148 Rest. 88 Rest. Das ist die 1. 87 Rest. Das war nicht der Plan. Und 104 müssen wir Thornton natürlich zutrauen. Das ist möglich, dass er jetzt den Satz zumacht. Triple 18 erwischt. 50 Rest. Die große Zahlen. Da verstehe ich Robert, dass er da noch mal hingeht zum Fremdschämen sozusagen. Die große, satte 10 verpasst er. Stellt sich 32, mag das doch überhaupt nicht, aber kann es nicht fassen. Naja, Ian White, dann wollen wir das mal nutzen, oder? Bisschen rein in die Spur. Einen hat er noch für Doppel 16. Das wäre nicht so unwichtig gewesen. Die ersten Reaktion schon bei Ian White. Ein bisschen frustig, der Mann. Aber also Thornton lässt da eben die gute Chance aus. Er holt sich Satz Nummer 1. Bis gleich. Wir sind zurück zum ersten Viertelfinale des World Grand Prix hier in Dublin zur Partie von Ian White gegen Robert Thornton. Thornton hat den ersten Satz gewonnen. Der hat auch von der Statistik her richtig gute Werte. Ein Average von über 100, 100% Doppelquote, 3 Versuche, 3 Treffer. Der hat also ganz schön viel richtig gemacht und hat sich vollkommen verdient auch diesen ersten Satz geholt. Und trotzdem schaut ihm, ich habe so ein bisschen, so, das ist für mich wie so ein Aufgalopp, wie so ein Warm-up auf Mensur Suljovic gegen Vincent van der Voort. Ja, es brennt mir auch unter den Nägeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon das Match, auf das wir besonders gespannt sind. Natürlich freuen wir uns auch auf die anderen Partien und auf Michael van Gerven gegen Jamie Lewis, weil Jamie Lewis ja letztlich auch ein Spieler aus dessen Generation ist. Also der Respekt ist gar nicht so groß, weil die kennen sich schon seit so vielen Jahren, haben schon oft gegeneinander gespielt. Ja, ich bin gespannt, ob, wie gesagt, Jamie Lewis ihn nicht vielleicht ein bisschen überfordert ist dann am Ende mit der gewaltigen Power, die Michael van Gerven dann so mal bringt auf der Bühne. Das muss man immer noch abwarten. Aber was haben wir nicht schon alles gesehen bei dieser World Grand Prix-Ausgabe 2015? Spannung bleibt auf jeden Fall erhalten. 145 Rest. Er hat Zeit, Ian White. Er hat 6 Starts, auf jeden Fall Zeit, um diese 145 Punkte auf Null zu bringen. 85, Triple 15 war der Versuch, 75 Rest. 87. Und jetzt kann Thornton noch mal versuchen, ein bisschen Druck aufzubauen. Seine 5. Aufnahme mit 140 und mehr Punkten, beziehungsweise seine 6. Er hat ja schon eine 180 geworfen. Und White braucht die Doppel 20. Zum 1-0. So langsam wird es ärgerlich. Langsam kratzt es auch ein bisschen. Hat nur einen Dart gebraucht, um hier reinzumarschieren auf Tops. Und jetzt verpasst er 2. Und die Chance jetzt bei Thornton. Und der bestraft sowas mittlerweile auch ganz gerne. Oh. Da ist er nochmal davon gekommen. Ian Wright, 3 frische in der Hand. Tops will er. Die Führung will er in dem zweiten Set mit 1-0. Und diesmal passt es. Er will sein erstes Leg. Wobei, er hatte ja schon ein Leg. Da habe ich jetzt Quatsch erzählt, wenn wir mal ehrlich sind. Ein Leg hatte er ja auch schon in Satz 1. Also zweites Leg für Ian White. Der trotzdem noch nicht so richtig frei wirkt, der gehemmt ist, der noch nicht das Niveau spielt, was er spielen kann.
Wie gesagt, er hat so ein bisschen den Ruf, dass er die Leistung, die er auf der Pro-Tour, also bei Turnieren ohne Fernsehkameras zeigt, dass er die noch nicht ganz da oben auf den großen Bühnen abrufen kann. Das wird hier, wie man sieht, sofort bestraft. Einmal geguckt, oh, drei Fahrkarten, dann muss ich doch ein Maximum hinterher schieben. Klappt wunderbar. 120 erschrecken dann natürlich auch nicht mehr so dolle. Ich habe den Begriff Fahrkarten die ganzen Tage absichtlich nicht benutzt, weil ich dachte, das soll der Seiler exklusiv haben. Ah, wunderbar, sehr schön. Also ich habe schon darauf gewartet, dass es kommt. Und schön, dass du da bist, Schauten. Ja, hilft ja nichts. Schön, dass es dich gibt. Gibt es noch ein paar Sachen, was ist denn jetzt los? Merci, wo ist und was steckt hier? Wo ist meine Schokolade? Ich sag kein Wort mehr. 144 für Thornton. Kein Stress sozusagen. Stellt sich Tops. Tja, und Ian White kann nur versuchen, in den Finish-Bereich zu kommen. Das ist schwer genug. Schafft er nicht. 185 Rest. Und Doppel 20 lässt sich die Doc Thornton nur ganz selten entgehen. 1-1. Alles in der Reihe. Ian White hat den Vorteil hier im zweiten Satz, dass er die ungeraden Legs beginnen darf. Also womöglich auch das entscheidende fünfte Leg, wenn es denn dazu kommt. 100. Das sind ja wichtige Wochen, die jetzt auf die Profis zukommen. Ja. Also vor allem auch die, die halt diese Major-Turniere spielen, weil viele Majors anstehen im Vorfeld der Weltmeisterschaft. Und es ist vielleicht auch umso schöner, so einen Verlauf hier zu sehen, wie wir den beim World Grand Prix jetzt erlebt haben, wo es viele Überraschungen gibt. Ich finde, es zeigt inzwischen auch, wie schwer es ist, diese Turniere zu gewinnen. Und du musst wirklich einen Standard spielen, damit du da durchkommst, der sehr hoch ist. Ja, also der steigert sich von Jahr zu Jahr irgendwie gefühlt auch. Egal, was du da heute machst, wenn du nicht auf 100% bist, hast du ein echtes Problem. Egal, was du auf dieser Pro-Tour erledigst, also das ist wirklich First-Class-Darts, was da auch Behind-Closed-Doors-Turniere, was da abgefeuert wird, was an einer 9 da jetzt jährlich mittlerweile läuft, in allen Sparten. Es wird immer besser und besser und besser. Das ist natürlich ein perfektes Einschleifen für die WM, für das größte, den größten Event, ein paar Major, ausverkaufte Hallen. Punkte, 121, 81 Rest. Jetzt ist auch gleich Thornton im Finish-Bereich. Er trifft die Triple 1. Hätte er gerne 180 draus gemacht, logischerweise. Aber schauen wir erstmal auf die 81 Punkte von Ian White. 40 Punkte war sein höchstes Finish. 62 Rest. Es geht über die 12. Triple 12 getroffen, Doppel 13. 68. Und das sind zu viele Fehler. Zu viele Fehler, um diesen Robert Thornton wirklich im Griff zu halten. Normalerweise bestraft er dich dafür. 82 Rest. Oh, das sollte das Bullseye sein. So ein bisschen zu schnell auf Bull in meinen Augen. Ich dachte, er schiebt ihn ganz entspannt über Bande quasi in die Triple 20. Aber dann feuert er ihn auf Bull. Trifft eine 19 und eine 13 macht 52. Also 50 Rest. Ian White auf Doppel 4. Oh Mann. Jetzt geht's langsam an die Substanz. Nun geht der Kopf runter, nun ist ein bisschen die Körperspannung weg. Nur ist er von sich selbst genervt. Und Thornton sagt, danke sehr. Das sieht man gar nicht so oft, dass Ian White schimpft. Genau. Und wie gesagt, vielleicht auch so ein bisschen dieses Déjà-vu-Erlebnis. Er will es sich selbst beweisen, dass er das kann auf einer großen Bühne. Und dann funktioniert es schon wieder nicht. Und nicht, weil er das Vermögen nicht hat, sondern weil er seine Leistung einfach nicht abrufen kann. So wie er das in den letzten Wochen so häufig getan hat. Auch auf der European Tour, also auch in Deutschland und in Österreich, in Innsbruck. Und auch wie er es gestern gegen Jerry gespielt hat. Dominant vom ersten Moment an, hat sich von Anderson nichts gefallen lassen, hat immer geführt, hat dieses ganze Match beherrscht, auch beim 2-2. Anderson hat zwei Darts, lässt die genauso sträflich liegen, wie Ian White es heute macht. Und er hat ihn bestraft dafür gestern. Und vielleicht ist das auch dieses, Mann, wo ist mein Spiel hin von gestern? Dieses bisschen zu lange da verweilen in der Nostalgie, ich weiß es nicht. Dass es jetzt so sinnvoll ist, natürlich nicht, ist klar. Aber
Ich weiß nicht, ob du es weißt. Schauen wir eben noch hier auf die Doppelquote beim Beginn. Also zum Start eines Lecks. Ian White 26%. Das ist zu wenig. Braucht zu viele Versuche. Und hinten raus ist es noch schlimmer. Also das ganz klar der entscheidende Faktor bislang hier in dieser Partie für Ian White. Schaut in Dublin heute Abend die Randsportart Fußball. Ich habe davon gehört. Hast du davon gehört? Ja, es gibt ja so Menschen, die haben weiße Trikots an, ich hoffe. Und nennen sich deutsche Nationalmannschaft im Fußball. Ja. Wahnsinn. Dublin, die Sporthauptstadt der Welt zurzeit. Der Weltmeister ist zu Gast. Mehrfach. An verschiedenen Veranstaltungen. Wann spielen die denn heute? Das sage ich nicht. Na. Bald? In naher Zukunft? Absehbar? Oder schon ab 5? Absehbar. Kann nicht mehr lange dauern. Interessantes Leck hier von Robert Thornton. 40, 81, 36, 140 und die 100. Und es bleibt bei dem Vorsprung für ihn, weil Ian White ist genauso verwirrt. Schon witzig, wie das manchmal übereinander passt. Der Einzige, der nicht lacht, ist Ian White. Robert, ich auch gerade denkt, das gibt es doch nicht, Menschenskenners. 104 für Thornton. Haben wir schon. Und vom Average her inzwischen eine Differenz von 20 Punkten. Ja. Und jetzt also auch nach fast zwei Sätzen. Ja, jetzt mal so ein kleines Ausrufezeichen von Ian White und dass er selber mal wieder so ein bisschen dran glaubt. Dafür wäre ein Bull jetzt extrem cremig. Jeder da, den er aus diesen drei, die er zum Vorbereiten hat, aufs Doppel feuert, kratzt dran und gecheckt wird von diesem Mann hier. Die Doppel 12. Doppel 6. Ah, das war schon fast Schlendrian, die Doppel 12. Werfe ich mal eben nebenbei. Doppel 6 war deutlich knapper, aber jetzt müsste Ian White eigentlich mal so ein kleines Wacherlebnis haben und die Doppel 4 erwischen. Doppel 2, das muss er jetzt sein. Das ist er auch. Zum 2:2. Damit ist dieser zweite Satz wieder in der Reihe und Thornton ärgert sich natürlich. Aber er ist wirklich auch einer der wenigen Spieler, die unheimlich konsequent ansonsten auf die Doppel 20 gehen. Für den ist es tatsächlich irgendwie eine komische Situation, möchte ich mal so formulieren, auf Doppel 12 oder die Doppel 6 dann zu zielen. Jetzt ist es natürlich im Entscheidungsleck enorm wichtig, reinzukommen. Und das funktioniert nicht. Wie im ersten Set macht er auch dieses Mal im zweiten Set denselben Fehler. Ian White macht mit den ersten drei Darts nicht auf. Doppel 1 ist wurscht, drin. Drin ist drin. Und White weiß, er muss das jetzt auch schaffen. Und ich kann mir zurzeit nicht vorstellen, dass er mit dieser Performance, die er uns hier zeigt, dass er einen 0:2 Satzrückstand würde aufholen können. Das ist gut von ihm. 120 Punkte. Ja, diesmal konnte Thornton keinen Nutzen draus ziehen. Du musst weit dran ziehen hier. Nochmal schön, drei Triple. Kann sich das Leck zurechtlegen. Ja, wunderbar. Dritte 180 von The Thorn, von Robert Thornton. Damit sind die beiden hier gleich auf. Rest. 178. 158. Vielleicht mal kurz die Frage, welche Dart-Turniere überträgt ihr noch live bis zur WM? Wir werden von den European Darts Championship Ende Oktober live berichten und auch vom Grand Slam of Darts. Ah, die Doppel 19 für White, für das Set. Ja, klasse, klasse. Und schauen Sie mal, was für eine Laster von seinen Schultern fällt. Was für ein wichtiger Moment für Ian White. Der gleicht also in den Sätzen aus und hofft, dass er jetzt besser in Fahrt kommt. Steht es in den Sätzen. Drei Sätze braucht man, um in das Halbfinale zu kommen. Und wer hier gewinnt,
könnte womöglich der morgige Halbfinalgegner von Mensur Suljovic sein. Also ja, da vorausgesetzt, geht ganz fest von aus. Aber vorausgesetzt, er gewinnt gegen Vincent van der Voort. Das ist die nächste Partie, das nächste Viertelfinale hier aus Dublin. Also bei mir ist tatsächlich so, ich hatte gegen Wade ein gutes Gefühl. Ich war mir sicher, er würde Whitlock auch bezwingen, weil Simon Whitlock einfach nicht so in Form ist. Und dafür ist Suljovic einfach auch zu gut. Ich habe heute so ein paar Bedenken, weil dieser Vincent van der Voort, der ja immerhin auch Phil Taylor auf seinem Weg hier in das Viertelfinale geschlagen hat, den halte ich auch für sehr gefährlich, weil er auch sehr gute Doppelwerte hatte und einfach einen guten Darm spielt. Geschenkt wird nichts, ne? Nicht umsonst ist van der Voort da vorne und nicht Mensur halt. Ne? Die haben beide einen guten Lauf. Es wird einfach knallen. Und wir werden echt sehen, wie sehr es unser spannendes Mann Mensur auf die Spitze treibt, um so ein bisschen den letzten Nerv von Vincent da rauszukitzeln. Weil wir wissen ja alle, Vincent ist auch nicht gerade der langsamste am Oki. Mal sehen, ob er noch anfällig ist, ob ihn Mensur da stört. Aber ich denke wirklich, mittlerweile ist Mensur so bekannt in der Szene, dass es immer schwierig ist, gegen ihn zu spielen, weil er halt so spielt, wie er spielt. Sollte keiner nachher mit der Ausrede kommen, das wusste ich nicht. Robert, you require 127. 127 Rest für Thornton. 67 sind noch übrig. Ab ins Bullseye. Ja, fast. And you require 106. Break Chance für Ian White, 106. Ja, Triple 18 oder nochmal da oben. Er bleibt da oben, hat gedacht, ein guter Marker kann ich reinslippen lassen, aber das war es nicht. Lässt sich 58 stehen. Thornton auf Doppel 4. Jawohl. Und so 1-0 in den Legs für die Nummer 7 der Welt, für Robert Thornton. Schotte, wir haben schon Sindelfing angesprochen über nächstes Wochenende. Da kommt auch die Frage rein, ob du dabei bist. Jawohl, ich werde mich da wieder ranschmeißen an die Quali und ich hoffe, ich komme durch, weil auch diese haben mittlerweile eine Qualität, mein lieber Scholli. Das macht immer mehr Spaß, immer mehr Fun, da die Qualis zu spielen, aber es wird auch immer schwieriger. PDC-Euro.tv, das ist ja die Homepage des Verbandes. Dort kann man sich die Tickets sichern, wenn man dabei sein möchte. Und das wird ein tolles Event werden. Wir kennen den Glaspalast. Ja. Der Samstagabend ist pickepacke voll. Jetzt schon über 3000 Karten verkauft. Herrlich. Das wird ein Fest. Sound. Ja. What a man of boozing. Sind die Chancen noch da in Richtung Weltmeisterschaft? Ja, tatsächlich. Also ich bin immer noch auf Linie. Allerdings sind jetzt hier zwei kleine Rückschläge. Nur das werde ich ja nicht davon abhalten. Noch bin ich auf Weg. Sechster, mal sehen, was noch so passiert. Wir haben noch Sindelfing, wir haben noch den Player Championship und die diverse Qualifier für den Grand Slam, für die World Series etc. etc. Also es ist noch busy bis Ende des Jahres und noch habe ich das also nicht aus dem Kopf. Ich habe voll Bock auf diese WM, unwahrscheinlich Bock und ich bin nach langer Zeit mal wieder nah dran. Bin gespannt, wie das Jahr für mich zu Ende geht. 30 Rest, 127, 107. Keine gute Aufnahme, aber auch noch keine Eile. Denn Ian White tut sie schwer. Liegt recht weit zurück. 207. Ja, das ist die 15. Single Bull würde einen Finish lassen. Und noch 92 hat er noch. Ja. Ah, hat er versucht, hat er auch gedacht, ja. Robert, you require 88. Doppel 14. Das Gedächtnis-Doppel von Mensur Suljovic. 2-0 Führung. Also Ian White, der ja trotz dieses 158er Finishes zum Ende des zweiten Satzes sind, irgendwie dachte, jetzt pusht er sich da vielleicht rein, kann daran nicht festhalten. Sport1.de/darts. Das ist die Darts-Rubrik auf unserer Website, auf der es natürlich auch diese Informationen zu dem World Grand Prix gibt, die Sie brauchen, wo Sie auch mal Matches nochmal nachsehen können, nachlesen können, wenn man es verpasst haben sollte.
Und die auch dann natürlich wichtig sein wird, wenn die Weltmeisterschaft am 17. Dezember beginnt. Woher hat Steve Beaton eigentlich seinen Spitznamen? Möchte hier jemand wissen. The Bronzed Adonis. Den Spitznamen hat er Mitte der 90er Jahre bekommen, weil er dann zum World Matchplay, was ja im Sommermonat Juli stattfindet, sozusagen frisch vom Strand ans Hockey kam und braun gebrannt war. Und die englischen Kommentatorenkollegen ihm dann diesen Spitznamen verpassten. The Bronzed Adonis. Also viel mehr geht nicht bei einem Nickname, finde ich, oder? Das ist schon. Doch noch eine Chance für White, hier in diesem Leck irgendwas auszurichten. Dafür dürften es jetzt aber die kleinen Roten da oben sein. 100. Ja, eins ist zu dünn. Robert, you require 150. 150 für Thornton. Noch nicht. 100. Sieht gut aus. Ja. Für das dritte Set. Ja, und Ian White kann sich auch von Average her nicht wirklich nach vorne bewegen. Steht jetzt bei 77 Punkten. Wie gesagt, nicht vergessen, es ist der Modus Double in, Double out. Nicht, dass man zu Hause sitzt und denkt, 77, das schaffe ich doch auch immer. Und er freut sich hier über den Gewinn des dritten Satzes, holt sich die 2:1 Führung. Thornton braucht jetzt also noch einen Satz. Ist ja der letzte verbliebene Schotte im Turnier. Peter Wright verlor gleich in der ersten Runde gegen Dave Chisnell und hatte ganz große Chancen, das Match zu gewinnen. Gary Anderson ist gestern raus gegen Ian White. Drei Schotten in den Top 10, das hat es auch lange nicht gegeben. Und Ian White ist einer, das hat er mal erzählt, der wirklich in der, würde ich mal formulieren, in der Schule von Stoke-on-Trent groß geworden ist, der gesagt hat, das Pappniveau ist so hoch bei uns, wir haben so viele gute Spieler. Und deshalb sind ja auch so viele Profis aus diesem Ort, dass also auch er dort das Dartspielen gelernt hat und gut geworden ist. 480 von Robert Thornton. So, mal die Auflistung. Wie viele Aufnahmen waren höher als 100? Wie viel mehr als 140 Punkte hatten? Und wie viele 180er gab es bislang im Match? Was Ian White gestern gegen Gary Anderson stark machte, war, dass wenn Anderson mal 180 warf, er eigentlich immer sofort wieder kontert, sofort zur Stelle war. Und damit nimmst du ja auch irgendwo diesen Schwung wieder raus, den du hast, nachdem du ein Maximum erzielt hast. 89. Viele, viele Chancen hat er liegen lassen hier. Double to finish, nur 29%. 66. Robert, dann auf Facebook drücken viele Menzo Suljovic die Daumen, aber sagen auch, hoffentlich ist er bis 0 Uhr durch. 92. Noch was anderes vor. Andere Götter, die Dart, ich glaube es ja wohl nicht. Und wieder ein High-Finish. Das sind eigentlich die Momente, die Ian White so hin und wieder mal hat, dass er einen High-Finish mitnimmt. Ja. Wenn er sich daran reinziehen kann, bei mir soll es egal sein, ich finde die Dinger immer klasse. Wenn er sich dadurch ein bisschen reinziehen kann, weil noch ist ja nicht alles verloren. Also so zwingend und todessicher ist der Thornton auch nicht unterwegs. Ja, und dennoch, Ian White scored für seine Verhältnisse relativ schlecht. 30. Aber er ist hier drin. Im Leck.
100. So, die Fans hier im City West Hotel, die stehen jetzt zum ersten Mal auf, weil sie den Dartsport lieben. Da ist doch noch ein bisschen Platz, oder nicht? Fünftes Maximum von Robert Thornton. Na, über die Eins wird es schwierig. Ich glaube, hinter dieses Leck können wir einen Haken machen. Da wird nicht mehr viel gehen. Ja. Robert, you require 101. Game show in the second leg. Robert Thornton. Third leg. So, 1-1. Thornton ist zwei Legs vom Sieg entfernt. Dessen wird sich natürlich auch der 45-jährige Ian White bewusst sein. Deshalb umso wichtiger, dass er dieses Leck, dass er beginnt, auch gut spielt, dass er hier keinen Break kassiert. Na, auch Thornton wirft die ersten beiden, wirft die ersten drei vorbei. Nichts passiert. Also Ian White, auch wenn er jetzt schon hier runter spielen kann. Oh, oh, oh. Das war wahrscheinlich die Entscheidung. Mal gucken, was White jetzt macht. Ups, das sind 23. 83. Richtiger letzter Dart für ihn. Hat aber auch ein geniales Timing. Sechsmal. Sieben Darts vorbei, aber noch immer in Schlagdistanz für dieses Leg. Naja, jetzt sollte es wirklich um sein. Also kommt immer wieder mal vor, dass auch die Profis so eine Serie vorbei werfen. Wir haben es bei Ian White gesehen. Wir haben es angesprochen, da diese 18 Dinger von Van Barneveld. Und jetzt Thornton mit 9 Würfen am Doppel vorbei. Und das bei einem, der eine Doppelquote hat beim Checkout von 56%. Da wirft er jeden zweiten statistisch gesehen ins Ziel. So, also ein Leck ohne Druck. Rest. 16 Rest, Doppel 8. 67. Ja, noch ist hier nichts passiert. Noch ist Thornton auch weit genug weg. Schau dir ganz kurz noch zu dir eine Frage von Marc. Was hast du für eine Einlaufmusik? An Tagen wie diesen von den Toten Hosen. Hat sich so ergeben in Düsseldorf. Ach, in Düsseldorf. Als wir da waren, ja, da war auch eine anständige Randale bei dem Song. So, Ian White lässt sich wirklich Zeit. Und so ganz allmählich nähert sich Thornton auf dem Finish-Bereich. Jetzt ist er drin mit 150 Punkten, Doppel 4. Ja, 2-1. 10 Dinger vorbei am Anfang, war ein bisschen viel. Dann hast du keine Chance mehr. Und jetzt ist er mit dem ersten gleich zur Stelle. Und vielleicht ja sogar mit einem perfekten Start. Nein, 120 Punkte, natürlich gut gemacht von ihm. Das ist
ist einfach eine Partie auch zweier Spieler, die Zuschauer nicht so elektrisieren können. Ja, es ist, brauchen wir nicht zu verheimlichen. Das Spiel da lebt von der Stimmung, lebt von der ganzen Aktion. Du musst die Jungs immer wieder neu vom Teller reißen mit der 180. Also sie sind nie so in einem richtigen Fluss drin, weil auch der Rhythmus ist nicht der, wo du so richtig schön mitschwimmen kannst, sondern jeder wartet ab, bis der andere wirklich weg ist, stellt sich hin, macht und tut. Vor allen Dingen macht es Ian White, der geht immer ganz bis ans Ende der Bühne und kommt dann gerade drauf zugelaufen. Das kostet halt alles Zeit, alles Rhythmus. 2-2. Entscheidungsleck hier in Satz Nummer 4. Vielleicht das letzte Leck dieses ersten Viertelfinals. Ian White, er darf beginnen. Er trifft mit dem zweiten Dart. 36, 51 Punkte, die er da erzielt. Also jetzt ist das eine Chance für Thornton. Na. Darf doch wohl nicht wahr sein. Und Ian White geht runter. Ist die 7, die er da trifft. Er kann das nicht nutzen. Er kann es nicht nutzen, diese ersten drei Fahrkarten von Thornton. Aber noch mal drei wird er sich, glaube ich, auch nicht leisten wollen. Der fünfte ist es dann. Und er ist eigentlich schon wieder dran. Der ist wichtig für Ian White. Gut korrigiert nach dem Wurf in die 1, 2, 83 Rest. Das sind 35, das sind 95 Punkte. 57 Punkte liegt Thornton zurück. 103 sind es für Ian White bis zum Finish-Bereich. Bleibt er da oben, hat er 166 Rest. Er ist also dabei. 166 ist eine Bogey-Zahl, die wird er nicht checken können. Aber dennoch, er redet hier ein Wörtchen mit. Und der Druck ist natürlich bei Ian White viel größer. Aber das macht er jetzt klasse. 129. Rest, die 6 für Tops. Und Ian White wird 2 Darts bekommen, um hier den vierten Satz zuzumachen. 14 für die Doppel 20 zum 2-2 in den Sätzen. Und es gibt den entscheidenden fünften Durchgang. Schon verrückt, dass Robert Thornton vom Average her wirklich deutlich vor ihm liegt. Er hat die viel, viel bessere Doppelquote, aber Ian White hat sich offensichtlich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Lecks geschnappt. Und Thornton tut sich immer schwerer, in die Lecks reinzukommen. Wieder eine Aufnahme, ein Versuch ohne Treffer. Und damit geht sozusagen der Anwurf an Ian White. Ja, er kann im Moment nur bedingt mitnehmen. 36, da ist er noch nicht mal der Aufschlag quasi gewechselt. Das ist immer noch Thorntons Beginn. Und bleibt dabei, 120. Sehr, sehr durchwachsenes Spiel zurzeit von Ian White. Ich dachte, er kriegt den Moment auf der Reihe, aber 36, 76, 45, das ist nichts zum Angeben, was er da gerade produziert. Thornton kann das hier bequem zu Ende spielen. Er hat immer noch 6 Darts Zeit hier, noch 101. Ja, und Mensur und Vincent van der Voort, die dachten vielleicht eben auch, okay, Entscheidungsleck, jetzt sind wir gleich dran. Dann kommt doch noch mal ein fünfter Satz.
Also wahrscheinlich wieder zurück ans Practice Board, noch mal ein paar Darts werfen, um den Rhythmus zu haben, um die richtige Körpertemperatur zu haben. Doppel 20, 1-0 für Thornton. Also wenn Ian White dieses Viertelfinale gewinnt, bei einem 77er Average mit einer 31% Quote, und die Quote für den Start ist ja auch nicht besser bei ihm, dann ist das wirklich bemerkenswert. Ja, bei Sets ist Timing einfach alles, und er hat immer wieder den entscheidenden Fehler von Thornton genutzt. 6 Darts, 9 Darts, 10 Darts, 6 Darts, wo Thornton gar kein Problem hat, auch weiter Flur nicht. Er dominiert alles, das ganze Spiel an und für sich. Aber White hat genau schlau die richtigen Dinger irgendwie erwischt. Oder Thornton hat genau dann zu der wichtigen Zeit den Fehler gemacht, wie du es sehen willst. Und nun ist White hier absolut im Geschäft. Zweites Maximum für ihn. 241 Rest, 980 in dieser Partie. Wow. 71 Punkte braucht er bis zum Checkout-Bereich. 201 Rest, 60. Nicht im Finish. Noch da keine Reaktion von Ian White, dabei wird er eine Riesenkrawatte haben. Ja, er hat sich deutlich besser im Griff wie Thornton natürlich. Aber bei Thornton ist es ja fast schon, ja, wie willst du es nennen, Situationskomik. Er richtet sich halt über jeder Dart auf, der nicht im Triple-20er-Segment landet oder im Tops. Und das ist halt einfach, ja, das weiß man halt einfach. Also bei dem kannst du noch schwieriger lesen, wie der drauf ist. Ob stinksauer ist oder nur sauer ist. Aber schön rangearbeitet, ja, von Robert Thornton, da kann man nichts gegen sagen. White hatte seine Momente, aber fällt dann wieder in 2 Runden ohne Triple rein. Jetzt hat er 100 noch auf der Uhr, Triple, Doppel, Feierabend. Ja, 2x Tops vielleicht. Ja. Das sind 60 Rest, 40 Rest. Thornton hat die ganz große Chance hier zum Break. Single Bull für die Doppel 18. Ja, Single Bull getroffen, 2 Darts zum 2-0. Doppel 9. Er leidet. Doppel 20. Noch mit einem Lächeln. So. Oh Mann, wieder eine Chance liegen lassen. Und auch wieder so ein Moment, irgendwie typisch für Ian White. Thornton nutzt seine Möglichkeiten nicht. Und er hat vielleicht auch so ein bisschen Glück, dass Thornton das nicht schafft, da auf der Doppel 18. Und stellt sich dann hin und trifft die Doppel 20. 1-1. Oh, ich wollte gerade sagen, und Thornton wieder mit den Problemen. Aber diesmal nicht. Ganz wichtig für White. Diese 36 da mit dem dritten Pfeil. 75 Punkte. 95. Jetzt kannst du eigentlich alles an die Seite packen. Jetzt ist es ein offenes Rennen. Also keiner hat hier irgendwelche Vorteile oder konnte aus irgendwelchen Vorteilen irgendwas ziehen. Keiner, also jeder weiß jetzt Bescheid, entweder es geht in den nächsten 5 Minuten in die Hose oder ich gehe über die Ziellinie. Völlig egal. White ist ja nicht mehr so weit abgeschlagen oder so im Keller, was die Statistiken ja immer wieder quasi herausschreien. Aber Thornton konnte sich eigentlich nie wirklich absetzen. Vom Kopf her, zumindest wie er gespielt hat. Er war klar vorne, aber er macht es nicht zu Ende. Und nun ist es ein offenes Rennen. Jetzt muss man sehen, ob White wirklich alles zusammenhält bis zum Schluss. Angetastet, ausgeglichen, alles ist da. Aber es ist eben noch nicht die 3 in Sets auf seinem Namen. Ja. 90 Rest. Ja, diese Partie, die mit einem Whitewash begann, ja, gegen Ian White, 285, 225 Rest, 205. 100. Ja, im letzten Augenblick, glaube ich, nochmal hochgezogen. Nur noch 6 da zu Thornton, Tops. 2-1. Und dann wieder im Vorbeigehen und im nächsten Augenblick braucht er wieder 4 Darts. Wahnsinn. So, jetzt muss White aber wirklich mit dem ersten 3 rein. Da kann er sich keine Pause erlauben. Wunderbar. Das geht schon mal gut. Vielleicht ein Maximum. Und trotzdem, da muss Thornton erstmal hinterherkommen. Das ist ein guter Beginn von Ian White.
Und immer dann, wenn Ian White ein Leg eröffnet, hat Thornton Schwierigkeiten reinzukommen. Ja. Tatsächlich. Und wieder diese drei Stifte am Doppel vorbei. Mann, Mann, Mann. Da gibt es dann noch alle drei zusammen. Geniales Timing hier von White. Wunderbar ausgenutzt. 6 Darts, 300 Punkte. Da gibt es nichts zu motzen. Und 6 Darts später. Will er sich revanchieren für den Whitewash? Okay. 80, 121 Rest. So brillant, wie das Leck jetzt hier auch von White ist. Es ist einfach nur der nächste Step, um das Entscheidende vorzubereiten. Wer gewinnt 60. Das fünfte? Aber jetzt auch nicht ganz unwichtig für Thornton, auch wenn er das Leck nicht gewinnen wird, dass er reinkommt und so ein bisschen Gefühl wieder hat und ein bisschen an sich glaubt. 29. Da müsste sich eigentlich hinstellen, jetzt nur noch auf Doppel zielen. Einfach zum, zur Übung. 60. Ja. You require 32. Aber er wüsste nicht welches, also noch mehr Frust braucht er auch. Doppel 16. Game Jawohl. 2-2. Es geht hier über die maximale Distanz. Final Leg. Und Robert Thornton darf es beginnen. Jetzt wird sich zeigen, wie wichtig das Bull vor Beginn einer Partie ist. Und er ist sofort drin. Und ich wollte gerade sagen, er packt die große Killerpranke aus. Aber es sind 80. Also noch Möglichkeiten für Ian. The Diamond White. Wenn er dann reinkommt. Ah, wunderbar. Das ist gut. Es bleibt ein Kopf an Kopf rennen bis zum Ende. Es sieht so leicht dann aus und das ist verdammt schwer, da kühlen Kopf zu behalten, vor allem auch locker zu bleiben, um dann diese Präzision da an den Tag legen zu können. Das sind 40. Er will natürlich das Triple. Er bekommt es nicht. Und jetzt könnte White an ihm vorbeiziehen. Jetzt könnte er Thornton hinter sich lassen. Schöner Marker. Er muss da eigentlich reinflutschen. Oh, verzieht ihn in die Triple 5. Und oh, das wird teuer, Ian White. Da haben wir auch mal ein paar Pfundnoten aus dem Fenster gefeuert. Du lieber Himmel. 100. Und Thornton, ganz Profi. 100, 100. Wenn eben keine 1,80er fliegen, dann die konstante Variante. Aber Diamond, hast du noch deine vierte 180 irgendwo versteckt da? Allein in diesem Match geht es immerhin um knapp 9.000 Pfund. Das ist viel, viel Geld. 2,61. 2,41. 2,21. 161. Das ist ein Finish. Wichtiger letzter Dart für Robert Thornton. Er versucht jetzt so viele Punkte, wie es nur geht. Alles rein in die Triple. 106 überlassen. Eins braucht er. 6 Darts Zeit für Robert. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. 6 Darts. Das lässt sich Thornton doch normalerweise nicht nehmen. Doppelquote steht bei 54%. Und der ist auch drin. Geht er auf das Bullseye? Nein, er bleibt cool. Er bleibt cool. Er riskiert gar nichts. Entschuldigt sich, aber sagt, Freunde, ich will hier ins Halbfinale. Seid mir nicht böse. Ich nagel ihn jetzt gleich rein, da oben in die Doppel 20. Und er hat 9000 gute Gründe dafür, einmal einen Bull links liegen zu lassen. Matchstart, Robert Thornton. Tops. Oh, jetzt kriegt er Bullrufe. Aber der ist drin. Schauen Sie mal, schauen Sie mal. Robert Thornton ist der erste Halbfinalist. Hier beim World Grand Prix 2015. Er bezwingt also Ian White mit 3-2 in den Sätzen. 0-1-3-7-9, 3-6-0-1-8-0. Es gibt 1.000 Euro abzuräumen. Und die Elysian Darts von Target, die einen Wert von 400 Euro haben, einfach anrufen und mit dabei sein. Und jetzt gleich vor allem auf Mensur Suljovic und Vincent van der Voort freuen.